Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Wild und mein heutiges Video geht um das Thema Privatkontoeröffnung auf Zypern. Ja, und zwar ist es mittlerweile deutlich schwieriger geworden als noch vor einigen Jahren, ja, das private Konto zu eröffnen auf Zypern. Und da gibt es einige Dinge zu beachten. Also kommen wir zu den ersten Dingen, das ganz Entscheidende. Welche Unterlagen benötigt die Bank von dir? Das ist einmal natürlich der Yellow Slip. Das heißt, du solltest offiziell auf Zypern gemeldet sein. Nur wenn du auf Zypern gemeldet bist, hast du Chancen auf eine Privatkontoeröffnung auf Zypern. Also du musst die Wohnsitznahme beantragen, falls du noch offiziell noch keinen Wohnsitz auf Zypern genommen hast, und den Yellow Slip vorzeigen. Dann will die Bank einen Mietvertrag, das heißt deinen privaten Mietvertrag über deine Wohnung, dein Haus. Ja, da sollte entsprechend die Eckdaten des Vermieters, die Anschrift, die Miete und so weiter, die Mietdauer daraus hervorgehen. Idealerweise auf Englisch, wird ohne Probleme anerkannt. Griechisch geht natürlich auch. Ja. Dann brauchen wir eine Utility Bill, ja, das heißt Stromrechnung, Wasserrechnung auf deinen Namen. Wenn der Mietvertrag noch sehr, sehr frisch ist, dann wird es oft auch nicht verlangt von den Banken. Wenn du aber schon länger dort wohnst, dann erwartet die Bank schon, dass du eine Stromrechnung hast oder Wasserrechnung auf deinen Namen und verlangt eben auch dieses Dokument. Versteht sich von selbst, du brauchst den Reisepass, deine Reisepasskopie, Personalausweis geht natürlich auch. In der Europäischen Union im Original bitte mitbringen zur Bank, logisch, braucht man eigentlich nicht erwähnen. Und die fünfte Sache, last but not least, ganz, ganz wichtig, deine persönliche Steuernummer. Ja? Also die TIC, ja, TIN, Tax Identification Number, deine persönliche Steuernummer auf Zypern. Du bist auf Zypern wohnhaft, dann solltest du auch eine zypriotische Steuernummer beantragen und die ist auch der Bank entsprechend zu nennen. Ohne Steuernummer eröffnet keine Bank ein Privatkonto. Also wenn du diese Dinge mitbringst zur Bank deiner Wahl, ich würde empfehlen Hellenic Bank, Bank of Cyprus, Eurobank oder Astrobank, dann sollte an sich nichts schief gehen, dann steht der Kontoeröffnung nichts im Weg. Kleiner Tipp von mir, vermeide die Tage um den Monatswechsel. Zypern ist da etwas altmodisch. Viele Bankkunden nehmen Bargeldtransaktionen vor am Schalter. Ja, insofern vermeide diese Tage. Da werden die Renten, die Gehälter ausgezahlt. Viele Menschen gehen zur Bank, lassen sich ihr Gehalt, ihre Renten auszahlen in Bar. Es gibt sehr hohe Wartezeiten. Da kannst du teilweise bis zu einer Stunde oder länger warten. Also bitte die Tage um den Monatswechsel auf jeden Fall vermeiden, damit du schnell zum Ergebnis kommst. Und mit diesen Unterlagen sollte deiner Kontoeröffnung nichts im Wege stehen. Meine persönliche Empfehlung ist die Bank of Cyprus und Hellenic Bank. Ich denke, mit denen kann man als Privatkonto ganz gut arbeiten. Natürlich immer darauf achten, nicht zu hohe Beträge bei zypriotischen Banken zu lassen. Wir haben natürlich 2013 gelernt, ja, dass Zypern natürlich da etwas krisenanfällig ist. Insofern hoffe ich, dass mein Video dir weitergeholfen hat. Lass mir gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal. Wenn du Hilfe brauchst, Tipps brauchst, kontaktiere mich gerne jederzeit über WhatsApp. Ich freue mich. Ja, danke für dein Abonnement schon mal. Ciao.